Bundesminister, hohes Haus und auch noch einmal ein herzliches Willkommen den Vertretern der iranischen Exil-Community hier. Und danke, dass Sie hergekommen sind und sich die Zeit genommen haben, um mit Ihnen über Ihre Anliegen zu sprechen. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich keine Rede vorbereite, sondern versuchen werde, Ihnen eine Stimme zu verleihen. Eine Stimme zu verleihen hier im österreichischen Nationalrat, wissend, dass das der einzige und beste Weg ist, mit dem wir Ihnen helfen können. Nämlich eine Nachricht, eine Message in die Welt zu schicken. Erstens einmal den Menschen im Iran, die demonstrieren, auf die Straße gehen. Sie sollen wissen über soziale Netzwerke, dass hier im Nationalrat wir die volle Solidarität Ihnen ausdrücken, zu Ihnen stehen, dass wir darüber reden. Es sollen die Gefangenen wissen, dass wir über sie nachdenken, dass wir ihnen beistehen, so gut es geht. Und das verbrecherische Regime soll wissen, dass das nicht schweigend hingenommen wird, was dort geschieht. Daher möchte ich das auch, und das ist eine Erfahrung, eine persönliche von mir, im Umgang mit verbrecherischen Regimen, dass jedes Wort, das hier jetzt gesagt wird, ganz genau wahrgenommen wird und protokolliert wird. Ich hatte einmal die Gelegenheit, in jungen Jahren noch als Student an einem Hungerstreik teilzunehmen für Gefangene in der Sowjetunion. Und es war ein berührender Moment, dass viele Jahre später einer der Gefangenen, ich ihm begegnet bin, und wir sozusagen einander wirklich umarmt haben und er mir gedankt hat dafür, weil er natürlich die Nachricht bekommen hat darüber, dass wir diesen Hungerstreik hier in Wien am Schwarzenbergplatz, war das damals, organisiert hatten. Daher möchte ich jetzt hier folgende Statements auch machen. Erstens einmal noch einmal eine absolute Solidarität und größte Sympathie für Dr. Mossaheb, noch dazu, wo er dieses tragische Schicksal hat, dass er heute seinen 76. Geburtstag im Gefängnis im Iran verbringen muss, dass seine Tochter hier ist. Er ist zu 10 Jahren Haft verurteilt, vollkommen unrechtmäßig, gegen die Gesetze auch des Irans, die eigentlich eine Festhaltung, eine weitere von ihm überhaupt nicht mehr rechtfertigt. Also richten Sie ihm bitte unsere besten Grüße und besten Wünsche aus, dort, wo auch immer er jetzt sich leider befindet. Das Gleiche gilt für Dr. Gaderi. In dem Fall ist seine Frau hier. Sie lebt hier mit 2 Kindern in Österreich. Er ist zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Es ist ein Skandal, es ist Unrecht. Und das möge das Regime wissen. Und richten Sie bitte auch ihm unsere besten Wünsche und unsere Solidarität aus. Ich würde jetzt nur stichwortartig wiedergeben, was Sie uns heute alles gesagt haben. Und das erste und wichtigste Anliegen war der sofortige Stopp der Hinrichtungen im Iran. Ich wiederhole es, der sofortige Stopp der Hinrichtungen im Iran. Das Regime ist gefordert, vor aller Welt sich nicht noch weiter schuldig zu machen an der Hinrichtung unschuldiger Menschen. Der sofortige Stopp der Verhaftungen, der willkürlichen Verhaftungen von nahezu 16.000 Menschen, der Einlieferung oft von Jugendlichen in psychiatrische Kliniken und der Verabreichung von Medikamenten, um sie stillzuhalten. Das muss sofort aufhören. Gefangene müssen freigelassen werden. Das ist eine Forderung, die hier ganz deutlich gestellt werden muss. Wir haben, glaube ich, auch intern einige Hausaufgaben zu machen, intern in Österreich. Und das ist erstens einmal, Herr Außenminister, ich glaube, es ist notwendig, darüber nachzudenken, schon auch einmal die Tätigkeit der Botschaftsangehörigen der iranischen hier prüfen zu lassen. Es ist schon auch unsere noble Pflicht, im Sinne der internationalen Abkommen schon noch einmal anzuschauen, wieso eine so große Anzahl an Botschaftsangehörigen unter dem Schutz der diplomatischen Immunität hier ihr Unwesen treiben. Und wenn hier jemand gegen die internationalen Abkommen verstößt, dann glaube ich, ist es auch notwendig, solche Diplomaten auch auszuweisen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Prüfung der Tätigkeit
der diversen Organisationen, die unter iranischem Einfluss oder unter dem Einfluss des iranischen Regimes stehen, namentlich besonders das Islamische Zentrum im 21. Bezirk. Das gehört in den Aufgabenbereich des Innenministeriums. Jedenfalls sind dort auch wirklich, müssen wir genauer hinschauen, was dort geschieht. Ich würde damit schließen wollen, dass wir sagen, oder dass ich auch wiedergebe, was Sie gesagt haben. Hören wir auf mit dem verbrecherischen Regime im Iran mit Naivität zu begegnen. Schützen wir die Menschen auch mit iranischem Hintergrund, die hier in Österreich leben. Und am Ende volle Solidarität für die verfolgten Menschen im Iran, die nur eines wollen, in Freiheit leben und Menschen und dass das Menschenrecht geachtet wird. Vielen Dank. Martin Engelberg von der ÖVP fordert den sofortigen Stopp der Hinrichtungen im Iran. Er spreche für internationale Entwicklung seiner Partei. Engelberg will außerdem die Tätigkeit von Botschaftsangehörigen in Österreich prüfen lassen, mit der Möglichkeit ihrer Ausweisung, sagt Ian.